Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier das HP Pavilion X360. Das wurde letzte Woche vorgestellt und das ist hier die 11 Zoll Variante. Insgesamt gibt es drei Varianten, nämlich eben die 11 Zoll Variante, dann 13 und 15 Zoll. Und was die Geräte ausmacht, ist, dass es jetzt erstmal dieses 360 Grad Scharnier gibt, auch bei den Pavilion Geräten, und es ist durchaus eigentlich ein Convertible, das sich am Design des HP Spectre X360 orientiert, das schon ja durchaus bekannt geworden ist. Also wir haben hier dieses Scharnier, das bereits bekannt sein dürfte, und auch ein sehr ähnliches Design. Allerdings ist es jetzt nicht in Aluminium gekleidet, sondern in Polycarbonat, aber es wirkt dennoch durchaus hochwertig, muss man sagen, und es sieht auch wirklich gut aus. Also wir haben hier die goldene Variante. Allerdings gibt es das Gerät auch in Silber, was ich hier herzeigen kann. Das ist das Pavilion 15, hat auch ein bisschen anderes Scharnier, wie man hier sieht, aber die Farbe dürfte dann in etwa so aussehen. Und ich lege das mal hier daneben zum Vergleich. Das ist hier die goldene Variante und es ist ein wirklich schönes Gerät, wirklich hübsch und auch sehr hochwertig. Von den Spezifikationen kann ich das auch gleich verraten. Von Intel Celeron bis Core i3 ist alles abgedeckt praktisch. Es gibt nur ein HD-Display, also es wird keine Variante mit Full-HD-Display geben. Und der Arbeitsspeicher in Europa beträgt bis zu 4 GB DDR3. Und außerdem gibt es eine Variante mit 500 GB Festplattenspeicher und mit der Option, eine 128 GB große SSD zu verbauen. Und von der Akkulaufzeit verspricht HP bis zu 10 Stunden. Und ja, das Ganze ist 1,3 Kilo schwer, ist nicht das leichteste Gerät in dem Format, aber es ist durchaus hochwertig, das muss man sagen, und es hat eine großartige Tastatur. Also ich habe vorher ein bisschen damit getippt, habe dann ein bisschen was ausprobiert und es ist wirklich eine wahnsinnig gute Tastatur. Mich freut das so sehr, dass es in einem 11 Zoll Notebook einfach eine so brauchbare Tastatur verbaut worden ist. Also das ist wirklich großartig. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, vom Design her, also Gold, hier haben wir diese Rallye-Streifen mehr oder weniger, ist nicht jedermanns Geschmack, muss ich sagen, ist auch nicht unbedingt meiner, hätte man lassen können, denn das Gerät ist eigentlich sonst schon ziemlich hübsch, muss man sagen, und auch hier hinten mit dem Metallspiegel hier auf der Rückseite, wo man hier, also ein durchaus schönes Gerät hat eigentlich. Ja, schauen wir auf die Anschlüsse. Hier haben wir Kensington Lock, USB 2.0 und 3,5 mm Klinkenstecker, danach die Lautstärkewippen und ein Ausbutton. Und auf der anderen Seite haben wir einen SD-Kartenslot, dann zwei USB 3.0 Ports, ein HDMI, also einen vollwertigen ganzen HDMI-Anschluss und dann auch den Ladeanschluss. Also es ähnelt durchaus auch vom Design her dem Spectre X360, auch von den Ports her, wie das jetzt so angesiedelt ist. Und ein Touchscreen besitzt es natürlich auch, damit man es ja hier in den verschiedenen Modi dann beispielsweise auch so in diesem Spectator-Mode ansehen kann. Ist besonders praktisch fürs Flugzeug oder wenn man einfach so einen Film schauen kann. Und natürlich dann auch als Tablet, wer es so nutzen will, ist durchaus praktisch, wenn man einfach mal gemütlich im Web surfen will, ohne dass man jetzt die Tastatur im Weg hat. Also ist durchaus ein schönes Gerät, sehr praktisch und mich freut es sehr, dass es endlich ein hochwertiges Notebook, also wirklich mit brauchbarer Tastatur, auch im 11 Zoll Format gibt, das eben im Grunde ein Convertible ist, also mit Touchscreen, mit der ganzen Gemütlichkeit eines Convertibles, aber halt mit einer großartigen Tastatur, sodass man auch mobil wirklich viel arbeiten kann. So, das war es auch schon von mir und vom 11 Zoll HP Pavilion X360. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!